Moin Leute, herzlich willkommen zu Heavy Elvis Smokes. Heute habe ich für euch die kleine Viro One Pfeife im Angebot, beziehungsweise im Test. Das ist die Grundausstattung ohne alles mögliche an Zubehör. So, ihr seht, das ist erstmal die Verpackung. Wir haben hier die kleine Viro One in Blaucarbon. Dann, da oben drin ist noch dieses Dings. Da wäre dann noch dabei der Schlauchanschluss und ein paar Ersatzdichtungen für den Schlauchanschluss. Ist ein sehr übersichtlicher Lieferumfang. Keine Tasche, nichts, sondern nur diese Box. Aber was will man da auch großartig mehr? Ich denke, ihr kennt die Pfeife vielleicht schon. Gerade jetzt, wo es ja dann wieder in Richtung Festivalzeit geht, natürlich ein super cooles Teil. Was top ist, das Ding hat halt kein Glas. Legen wir es mal hier unten hin. Das heißt, dadurch, dass ihr kein Glas habt, habt ihr eben auch keinen Stress mit Festivals, weil da ist ja oftmals Glas nicht erlaubt. Und somit, ja, mit der dürft ihr da immer noch rauchen. Ist die neue Version mit den drei Löchern hinten eben, ja, Dreiecksform oder sowas. Die alte hatte da ja drei nebeneinander liegend. Was es zu diesem Pfeifchen zu sagen gibt. So, wir haben auf jeden Fall eine Edelstahlpfeife. Der Anschluss hier ist mit zwei Dichtungsringen. Das funktioniert aber super gut. Das ist dicht und alles. Gibt es gar nichts zu nörgeln. Vom Auf- und Abbauen. Ich nehme mal gerade hier die Waage beiseite. Ihr dreht einfach hier oben das Ding auf. Also den Schlauchanschluss ab. Die Kopfdichtung ab. Dann könnt ihr diesen Deckel abnehmen. Und dann seht ihr das Innere. Wenn ihr da weiter reingucken wollt, das machen wir jetzt mal, dann drehen wir einfach hier das Carbonteil ab. Dann haben wir da das komplette Innere. Und sehen jetzt hier, wir haben einen Diffusor. Dann haben wir hier unser Ausblasventil. Und haben eben unseren Ansaugtrakt, nenne ich es jetzt mal. Auch das lässt sich alles abschrauben. Hier kommt ihr dann an die Kugeln dran. Dann könnt ihr eben die Rauchsäule hier abschrauben, wenn ihr da Tabak drin habt, wollt ihr sauber machen oder sowas. Das ist alles gar kein Thema. Der Diffusor ist auch hier nicht abschraubbar, nicht verstellbar. Macht auch nichts. Hat natürlich hier nochmal, wie gesagt, das Ansaugeckchen. Alles ist schön abgedichtet, da passiert gar nichts. Sie läuft nicht aus und nichts. So, das Ding kostet 69 Euro, glaube ich, regulär. Manchmal im Sale ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt hier einfach für die blaue Carbon-Variante entschieden, weil ich die einfach schick finde. Gibt es aber auch noch in durchsichtig, in Milchglas-Optik und so weiter. Ist aber eben alles Kunststoff und Edelstahl. Das heißt, wie gesagt, ihr könnt auf Festivals damit eigentlich keinen Stress kriegen. So, vom Rauchverhalten, der Durchzug ist sehr, sehr gut. Übrigens auch hier seht ihr, da ist nochmal eine Dichtung drin und alles. Durchzug ist wirklich sehr, sehr gut. Ihr merkt eigentlich nicht, dass ihr eine kleine Pfeife raucht. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, ist halt, wenn die Pfeife warm ist. Und das passiert ja relativ schnell, weil ist halt ja nicht viel Wasser drin. Und dadurch, dass der Kopf ja hier direkt aufliegt, habt ihr die Hitze natürlich auch schnell in der Bowl. Wenn die Pfeife warm ist, sammelt sich hier oben schnell Kondenswasser. So, wenn ihr jetzt zieht, passiert es ganz, ganz schnell, dass euch das Wasser entsprechend von oben in den Ansaugtrakt, nenne ich es ja, reintropft. Dann habt ihr schnell Wasser im Schlauch. Im Normalfall haltet ihr einfach den Schlauch hoch, lasst es raustropfen und das Problem ist erledigt. Aber das funktioniert hier ja nicht, weil ja der Stab nach oben geht. So, das heißt, ihr habt relativ schnell viel Wasser im Schlauch. Ist aber nicht tragisch, weil ihr könnt das hier so leicht rausziehen. Das macht gar keine Probleme. Von der Verarbeitung hier ist alles entgratet, da ist nichts irgendwie scharfkantig und sowas. Das Ding ist absolut dicht und super stabil. Die ist auch sehr, sehr schwer. Also wir können sie ja mal gerade hier auf die Waage packen. ...1295 Gramm. Das ist schon ganz ordentlich. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig schwer. Aber da merkt man halt, dass hier zum Beispiel die Bodenplatte wirklich, wirklich schwer ist. Vorteil ist natürlich auch, sie fällt euch halt nicht um, wenn ihr jetzt hier am Schlauch irgendwie wackelt oder sowas, ihr zieht sie durch die Gegend, klar, aber sie kann halt nicht umfallen, weil der Schwerpunkt halt wirklich hier unten ist. Das macht sie natürlich draußen absolut sicher. Was ein bisschen schade ist, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen heißen HMD habt, ihr habt dann nichts zum Ablegen. Also klar, ihr könnt es jetzt aufstellen,
Aber wenn da noch Kohlen drin sind, wenn ihr keinen Kohlekorb dabei habt, klar, wahrscheinlich habt ihr einen dabei. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also so mal eben schnell Kopf wechseln, den heißen Kopf irgendwo hier draufstellen, ist halt leider nicht. Aber das ist ja halt auch gar nicht das Konzept von dem Ding. Generell aber, wie gesagt, also das Ding ist super verarbeitet, super stabil, macht absolut Spaß zu rauchen. Und was auch sehr, sehr cool ist, dadurch, dass der Auslass hier unten ist, könnt ihr die, wenn ihr mit Fotografie viel macht, tatsächlich auch sehr, sehr gut nutzen, um Produktfotos zu machen. Das heißt, ihr stellt euch irgendwas hin, was weiß ich, nehmt halt einen Kopf, pustet dann dadurch aus. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, was ich aus Spaß gemacht habe, von meinem kleinen Batterieverstärker. Dann habt ihr halt einen schönen Rauch vor der Pfeife quasi, beziehungsweise halt vor eurem Objekt. Könnt euch hier zum Beispiel ein Viro Globe oder halt eben anderen Lillip drauf machen. Packt euch ein HMD drauf. Und dann habt ihr das Ganze wirklich so als tragbare Nebelmaschine ohne Strom. Ist ganz cool für Leute, die das interessant ist. Also für mich als teils Berufsfotograf durchaus eine ganz interessante Geschichte. Wie gesagt, wird jetzt für viele wahrscheinlich total unnötig sein. Aber ich finde es ganz cool. Und also grobes Fazit, so als Ersteindruck, ich habe sie natürlich schon ein paar Mal gedampft. Probleme macht sie gar nicht. Wie gesagt, das Wasser wird halt warm, so nach ein, zwei Köpfen. Mit längeren Köpfen ist das Problem natürlich deutlich geringer. Aber wenn ihr draußen im Sommer raucht, wird das Ding eh warm. Und somit habt ihr da wahrscheinlich eh nach einer Stunde warmes Wasser. Ist halt so. Ja, ist der Größe geschuldet, kann man halt nicht ändern. Aber für den Preis von 69 Euro, ja, es gibt günstigere. Zum Beispiel die Aladdin MVP2Go. Die gibt es ja für 10 bis, wenn es im Sale ist, 30 Euro weniger. Wenn das für euch wichtig ist, dass ihr eben kein Glas habt, ist das absolut eure Pfeife. Wenn es auch Glas sein darf, weil ihr zum Beispiel einfach nur bei Grillpartys rauchen wollt, ist sie weder besser noch schlechter als andere Modelle, finde ich. Aber es kommt halt echt auf den Einsatzzweck an. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie eine instabilere Ecke habt, die steht halt wirklich stabil, stabiler als zum Beispiel die MVP Go. Sieht aber halt natürlich weniger nach Pfeife aus und dadurch, dass ihr halt hier direkt den Kopf draufsetzt, habt ihr halt mehr Hitze im Wasser. Das ist aber eigentlich auch das einzig wirklich Schlechte. Wie gesagt, mit dem Wasser in Schlauch und sowas, man gewöhnt sich dran, man pustet halt einfach immer mal aus, so alle 5 bis 10, 15 Minuten mal kurz in Schlauch ein bisschen und gut ist, ja. Wenn jetzt ewig lang geraucht, werdet ihr wahrscheinlich mal Wasser nachfüllen müssen. Was soll's. Aber wie gesagt, also alles in allem eine wirklich, wirklich tolle Pfeife. Das Einzige, was schade ist, ihr kriegt hier bei der Verpackung halt nur sehr schlecht noch irgendwas mit rein. Also ich sag mal, ein Viro Globe könnt ihr noch mit reinpacken. Wenn wir jetzt mal... Na, nehmen wir einfach mal hier das Ding raus. Stellen die Pfeife da rein. Achso, man sollte vielleicht auch erst einen Schlauchanschluss abmachen. Dann passt das auch. So passt das. So, dann könnt ihr natürlich hier einen Kopf draufstecken. Kriegt das Ganze rein. Das geht. Aber das war es halt dann auch schon mit Zubehör transportieren. Von daher, das ist so ein bisschen schade, aber gut. Könnt ihr ja andere Taschen nehmen. Aber ansonsten, also wie gesagt, ich finde die Pfeife klasse. Und ihr könnt es natürlich auch auf steinigen Grund stellen, weil hier ist kein Glas, was halt wegplatzt. So, aber wie gesagt, also ich finde die Pfeife klasse. Für das Geld, denke ich, ist es eine der wirklich mit Abstand besten Pfeifen, gerade von der Verarbeitung. Da ist halt alles entgratet, das fühlt sich gut an. Es ist halt eine Viro. Und das merkt man. Und von daher, also ich finde sie klasse und wünsche euch da viel Spaß beim Testen, wenn ihr sie auch habt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ich wollte gerade sagen, abonniert gerne den Kanal. Klar, das natürlich auch, aber aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr die nächsten Videos dann nicht verpasst. Lasst es euch gut gehen, Leute. Habt Spaß. Wir sehen uns wieder. Ciao.